Call us back up. Und genau wie gestern in seinem Spiel beginnt mit einem Ass. Vielleicht der beste Rückhandflug, bei den Lendl in diesem jetzt gemacht hat. So was sehen wir selten von ihm. Hier ist noch einmal die Wiederholung. Das ist der Schlag, den er so gerne lernen möchte, um ihn in Wimbledon wieder auszupacken. Unglaublicher kämpferischer Einsatz von Ivan Lendl am Netz. Selten erlebt man ihn so beweglich am Netz. Hier ist Rückhandflugball, nochmal aufs falsche Bein, nochmal Rückhandflug. Zu weich gespielt, dieser letzte Rück. Sehr sauber vorbereitet von Boris Becker und auch genauso sauber abgeschlossen. Hier haben wir es nochmal. Es war eigentlich ein Überraschungsangriff, mit dem Ivan Lendl nicht gerechnet hat. Er kam ganz unauffällig ans Netz heran und spielte diesen Vorhandflugball. Ist aber auch nicht schlecht.
Herr Lendl hat hier sehr klepp. War wieder sehr, sehr druckvoll, wie es hier zu sehen ist, dieser Angriffsfall. Ja. Kaum erreichbar für Lendl und dann ist der anschließende Vorhandflug. Und da hat auch Boris Becker nun bei 15:40 sogar Aufschlag Lendl. Da waren zunächst gute Bälle von Boris Becker. Passen Sie mal auf, die kommen schön, sehr gut so. Aber seine Entscheidung nach vorn zu laufen, die fiel. Durch einen Pfeifton, wenn der Ball zu lang ist. Ja, die Rückhand macht ihm Schwierigkeiten. Er hat jetzt und da kommt auch. Sehr schön, der Rückhandputzer. Hier haben wir noch einmal die Wiederholung und sehen Sie mal, wie er nicht nur den Schläger, sondern auch den Körper nach vorn wirft. Das
Start, beide sicher. Ja. Sehr gut. Ja, zu spät angekommen an diese Vorhand. Becker ist nach diesem Ball nicht mehr gelaufen. Der erste Satz ist weg. 7:5 der Spielstand für Ivan Lendl, der nun sehr erleichtert seine Arme lockert. Angriff. Wie war der? Das war das dritte Ass von Boris Becker. Kein schlechter Stoppball von Boris. Die Laufstärke von Ivan war gut zu sehen und dann auch der anschließende Vorhand Longline. Strich auf meiner Astliste machen, Herr Bosch, oder wollen wir das nicht anerkennen? Wir können es ja wenigstens tun, dieses Ass von Lendl streichen.
bin sicher, liebe Zuschauer, das hat Ihnen zu Hause genauso viel Spaß gemacht wie den Zuschauern hier im Madison Square Garden. Das war er noch nicht, der letzte Ball. Becker musste noch einmal zurückkommen, um ihn dann abtropfen. Liebe Zuschauer, jetzt können Sie noch einmal sehen, was jetzt kommt. Passen Sie auf. Voller Einsatz von Boris Becker und er bringt den Ball ins andere Feld zurück. Wird gut gegeben, das kann doch nicht wahr sein. Wir können es uns jetzt in der Wiederholung ansehen. Der Ball vom Lendl, da ist er. Nichts zu sehen vom Fernsehbild. Becker. Und jetzt nenne ich die Bälle, die Lendl gespielt hat, hier haben wir sie in der Wiederholung, die nenne ich einmal giftig, denn er lässt sie immer nur abtropfen, um Becker zum Laufen zu zwingen. Und er tut es. Zu gerade gestanden bei diesem Rückkampfsinn.
Lendl dieses Spiel 5 weiter. Genau wie im ersten Satz. Sehr schön. Zu kurz der Return von Ivan Lendl und ein guter Vorhandangriffsball von Boris. Lendl hat eine 40-0 Führung. Bravo-Teilen hier viele Zuschauer mit uns. Sehr schöner Ball und eine 5-3 Führung für Becker. Durch die Mitte. Ivan Lendl geht im dritten Satz mit 2-1 in Führung. Boris hatte den Ball auf der Vorhand erwartet. Weiß ich beide. Passen Sie auf, jetzt kommt er noch einmal. Becker ging nach rechts.
Boris Becker macht den ersten Doppelfehler. Und wenn man gleich ein Amt hinterher steht, und das 5:2 für Ivan Lendl. Ein Meisterschlag, dieser Rückhandvolle. Ja, passen Sie mal auf, wir sehen ihn noch einmal, wie Boris in den so Rückhandvolle gespielt. Nein, springt sehr gut. Unerreichbar für Dente. Ganz klar erkennbar, dass Boris Becker bei diesen Bällen einen extra Einsatz macht. Sehen Sie sich diesen an und den nächsten, den er damit sehr viel Gefühl ganz kurz spielen kann. Das Gefühl. Vorteil rückgeworden. Lendl lässt sich sehr schön nach gespielt, vorn. Muss man. Genauso schön dieser Aufschlag. Boris Becker mit dieser Rückhand wieder sehr schön. Was für ein Fehler war das jetzt? Dieser hier. Sie wollen auf den... Oh. ...und ersten der Welt gehört, mal als Linienrichter auf dem Platz.
schießen auch sehr schön dieser, erstmal der Angriffsball, jetzt dieser Schmetterball, der angeschnitten auf die Vorhand von Ivan Lendl und der versucht Longline zu das alles klappt. Schöner Ball. Ah, im Netz, gucken Sie sich das an. Mehr kann man gar nicht sein. Hier jetzt. Nur mit Lob hätte er diesen Punkt noch gewinnen können. Wo eigentlich genau der Gegner steht. Da ist noch einmal dieser erste Punkt des fünften Satzes, der mit diesem Schmetterball abgeschossen werden kann. Das war schon ein erster Schuss mit der Rückhand, der Cross 34. Das war ein Elfmeter.
Besser kann man nicht spielen. Boris Becker. Noch möglich machen. Das war der beste Ball, den er heute gespielt hat. Und mit diesem Lauf, ganz aus der linken Ecke, er muss ganz nach rechts und was dann noch kommt, war hervorragend. Bravo, Ivan Lendl. Kann man nur staunen. Die Zuschauer, wir haben ihnen nicht zu viel versprochen. Dieser fünfte Satz im Masters-Finale bringt ganz, ganz großes Tennis. Wir sind beim Spielstand von 3-3 angekommen nach diesem hervorragenden Ball von Ivan Lendl. Im Haus 40-0, keinen Break gegeben. Becker 4-3 vorn. Und da ist genau der Angriff, den sich Günter Bosch gewünscht hat. Obwohl Ivan Lendl diesen Ballwechsel mit einem guten Aufschlag einleitete, aber Becker schließt ihn mit dem Rückhandvolley perfekt ab. 15. Und dann so ein Return.
knistert im Madison Square Garden. Jetzt kommt es auf jeden Ball an. Und dieser Punkt geht an Boris Becker. Nicht dieser Ball, aber der nächste gibt ihm den Punkt. Das gibt's doch gar nicht. Das gibt's doch gar nicht. Gottes Willen! Auch der war auf der Linie. Der Ball war aus. Bravo! Da war das Glück auf seiner Seite. Genau Linie der Rückhand Longline passierbar. Madison Square Garden steht Kopf, liebe Zuschauer. Ich hoffe, Sie zu Hause können die Spannung noch aushalten. Boris Becker hat ausgeglichen. 6 Beide im 5. Satz. Denn dieses Masters-Finale wird nur im Tiebreak entschieden, liebe Zuschauer. Hier ist einfach jetzt ganz, ganz große Stimmung. Liebe Zuschauer, Sie sind Augenzeuge eines großen sportlichen Ereignisses, das in einer ganz dichten Phase entschieden wird. Am Netz. Fünfter Satz, Tiebreak, 1 beide.
drin. Ivan Lendl mit 2:1 in Führung in diesem Teilbereich. Aber es kommen zwei Aufschläge von Boris Becker. Und falls Sie es nicht mehr aushalten können mit der Spannung zu Hause, liebe Zuschauer, denken Sie jetzt bitte mal einen Moment lang an Boris Becker und auch an Ivan Lendl. Die beiden müssen die Ruhe bewahren. Zwei beide im Tiebreak. Er lässt ihn vorbei und er fliegt wieder auf die Linie. Der Bruchteil einer Sekunde genügte. Boris glaubte, der Ball ginge ins Aus. Die Überlegung war falsch. Lendl in Führung. 3:2. Ein hervorragender Ballwechsel, ein hervorragender Abschluss von Boris Becker. Ich weiß, liebe Zuschauer, ich wiederhole mich, aber ich sage es gerne noch einmal. Wo hat dieser Bengel bloß die Ruhe her? Drei beide im Tiebreak. Noch ein Aufschlag von Lendl. Der entscheidende Punkt des Spiels. Boris Becker, der Ruhige, der Überlegene, ist in Führung gegangen und darf zweimal aufschlagen. Günter Bosch sagt, der entscheidende Punkt dieses Tiebreaks. Dieser verschlagene Ball von Lendl, der Becker in Führung gebracht hat.
Nein. Vier Pfeile. Wer hat jetzt kein Herzklopfen? Wer hat jetzt kein Herzklopfen? Kaum noch zu ertragen, diese Spannung. Vier beide. Becker mit 5-4 in Führung. Wir warten auf zwei Aufschläge von Ivan Lendl. Liebe Zuschauer, der Spielstand ist 5-5. Und ich kann es Ihnen nicht ersparen, aber der nächste Ball, der jetzt kommt, ist ein Matchball für den einen oder den anderen. Wer den nächsten Punkt gewinnt, hat einen Matchball. Alles ruhig bleiben, Matchball Becker, Championship Point für Boris Becker und Aufschlag Becker. Liebe Zuschauer, ein großes Match ist zu Ende gegangen auf den Schultern von Boris Becker.
fliegt die deutsche Fahne. Er schmeißt seinen Schläger in die Menge. Der Madison Square Garden von New York steht Kopf. Kein Mensch sitzt mehr auf seinem Platz. Boris Becker ist der Master-Sieger. Und in dieser Sekunde gibt es Umarmungen, die Sie alle verstehen werden, die Sie alle mitfühlen werden. Vater und Sohn liegen sich in den Armen. Liebe Zuschauer, im Grunde genommen braucht man solche Bilder.